Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explorer LP. Mit dabei Onkel Dark, AK Malaros, der Boss. Und das wird so ein Running Gag. Ja, wir sind mittlerweile am verborgenen Weg angekommen. Weil wir diese Stelle hier raus sind. Noch einer. Da kommt noch irgendwas. Da. Eigentlich direkt hinter Devil's Crossing. Da geht also rechts ein Weg rein und dann kommen wir in dieses Gebiet. Der Dark hat gesagt, hier müssen wir unbedingt hin. Ja, unbedingt nicht, aber es ist halt ein netter Zusatzbereich, gibt wieder EP, weil die Monster vom Level her ganz gut sind. Schlimmer ist das hier da vorne. Passt Level 40. Hast du den Stein und das andere Item aufgesammelt? Ich habe alles aufgehoben, was hier lag. Solltest du mal in deinem Inventar Zettel rauskriegen? Drax Runenstein, was sagt denn der Runenstein, den Drax Leibeigene dabei hatten? Am Rand befindet sich eine Inschrift. Obwohl die drei jetzt einig sind, war es nicht immer so. Auf der Hut vor der Macht des anderen stritten sie sich in ganz Kane. Einer verheerenden Demonstration ihrer unheimlichen Macht. Berge zerfielen und Flüsse änderten ihren Lauf, aber dem Sieger erschien kein Gott. Questgegenstand. So. Der verborgene Weg, Drake. Muss das jetzt alles drin? Nein, aber das ist die anderen, die Zuschauer das lesen können. Ja, scroll wieder langsam durch und wer möchte, kann natürlich das Video an sich pausieren. So, den müssen wir verwahren. Und der unsere Special Tasche. Genau. Und damit wären wir fertig. Okay, also ja, noch nicht ganz. Hier liegt noch ein Kram. Ja, ich habe mal noch einen Bus gewartet. All dieweil das, wie gesagt, eine längere Questreihe ist, die eigentlich eine versteckte Questreihe ist, die wiederum auch keine wirklichen Infos ergibt, außer man liest sich diese Texte durch. Weil in den Texten stehen dann die weiteren Vorgehensweisen, also wie du weiter voranschreiten kannst in der Quest. Ist ein bisschen tricky. Ich weiß auch nicht mehr auswendig. Jetzt bin ich schon wieder Richtung Devil's Crossing. Kannst auch porten, wenn du willst. Ich hätte eben fix den Nutzen dafür kaufen.
So. Mal schauen, was da dazu ist. Prospector. Prospector's Trail. Prospector's Trail, der war. Ich hab das Portal nicht. Das ist von Homestead, ne? Nein. Rift am Prospector's Trail müsstest du haben. Nee, hab ich nicht. Dann warte. Jetzt habe ich dich zu mir. Das Portal hast du nicht? Nee, jetzt. Okay. Was ist da los? Ja, besser. Ausgeburt der Hölle. Und das ist der Name. Ausgeburt der Hölle. Stand da dabei. Bildschirm war rot. Oh. Zack, zack, zack. Ja. Das ist nicht so normal, das ist nicht so. Ah, ein bisschen EP, schade nie. Ja, er wird ja überall wieder komplett respawnen. Weil neue Aufnahmen sind schon. Scheiß Heiler, ich glaub's nicht. So, der Explorer noch ein Dynamit? Nicht genug. Drei werden wir nötig. Danke. Dark hat heute Spendiosen. Braucht man eigentlich schon mit dem Netzwerk? Müsst ihr gleich mal selber gucken, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Ich glaube eigentlich nur Silber und ich glaube eine Ätherschale. Was ist denn basteln? Ich habe jetzt noch 4 Dynamit. Gefährliche Wege. Gucke mal, sagt er. Gucke mal. Da gab's noch was. Ich hoffe, wir laufen noch richtig. Also, warte, auf was ich drücken darf, sonst ist alles gut. Nee, wir laufen richtig. Alles gut. Mal, Beat. Guck mal. Gut, warte, wir haben aber jetzt eben den Bisch hier, weil es gibt ja auch XP. Zack. Wo wir hier langsam durchscrollen. Okay. Gut. Todeszeichen Walla. Kein Schritt weiter, du hast ein Lager der Schwarzen Legion betreten. Sag, was du hier willst. Ich möchte gern meinen Teil beitragen. Naja, wir haben zurzeit wenig Männer und die Bestien sind zahlreich. Du würdest uns einen Gefallen tun, wenn du einfach alle tötest, was sich in der Wildnis herumtreibt.
Aber wenn du gerne dein Leben riskieren willst, habe ich ein paar Ziele im Auge, für deren Eliminierung ich dich gerne bezahlen würde. Im Westen liegt ein Gebiet, als die raue Wüste bekannt ist. Dort wirst du einen Manticore-Rudel finden. Haben wir das nicht schon? Nein. Seine Matriarchin Mogara ist eine blutrünstige Bestie mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Töte sie und ich gebe dir einen schönen Anteil an Eisenstücken. Ich werde Mogara töten. Das ist ein Special Boss. Ich meine, der Name sagt mir irgendwas. Okay, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, ne? Okay. Du musst ein ganz schöner zäher Slitch sein, um es alleine bis hierher zu schaffen. Todeszeichen Kadris von der Schwarzen Legion. Was führt dich her, Bürger? Ich erkunde die Gegend. Ich verstehe, naja, ich kann dich nicht davon abhalten, da hinauszugehen, aber ich muss dich warnen. Mit der Mildnis ist nicht zu spaßen. Die raue Wüste im Westen ist voller Manticoren, aber wenn du dumm genug bist und dich hinaustraust, könntest du mir vielleicht etwas zurückbringen. Sicher, was brauchst du? Die Wüstenjäger-Manticoren besitzen in ihren scharfen Schwänzen ein starkes Gift. Es ist ziemlich ätzend und kann nahezu alles durchbrennen. Ich hoffe, dass die Legion es gegen die chthonischen Eindringlinge einsetzen kann. Wir haben es in der Nähe von Homestead mit einer großen Kultistengruppe zu tun und sie beginnen damit, die größeren Dämonen aus der Leere herbeizurufen. Das Blatt muss sich schnell zu unseren Gunsten wenden. Oder es wird bald kein Zuhause mehr zum Verteidigen geben. Wenn du mir eine Giftdrüse eines Wüstenjägers bringst, gebe ich dir gerne eine Klinge, die speziell mit ihrem Gift überzogen ist. Sollte im Kampf schweren Schaden anrichten. Was sagst du dazu? Ich werde euch das Gift besorgen. Ich hoffe nur, dass die Klinge auch zweihändig ist. Jetzt hau es ihm nur um die Ohren. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, Klinge, Gift überzogen, hört sich so nach Schurke an. Also ich laufe jetzt gerade nicht nach. Ja. Okay. Also es ist relativ, guten Tag, es ist relativ weitläufig hier alles, aber... Bei Homestead. Du kannst schon mal weitermachen, bei mir klingelt's gerade. Ja. Dann, das sind die Manticoren. Die lassen wir erstmal hier rum an den Tisch. Dann nehmen wir den erstmal mit. Kann ja nichts stehen lassen. Sorry dafür. Kann jetzt nicht ins Mikro brüllen. Und sehr leise. Gesehen eben. Und vorbeigehen. Wir sind hier runter. Wann die? Deswegen droppt die jetzt wahrscheinlich noch, okay. Er hat gesagt, wir sollen aufräumen. War seine Anweisung. Thank you.
So, Feuer. Verlust zu grillen. Aber trampeln. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir wieder zurück zum Dark und dann machen wir einen Aufnahmestopp für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünschen dir da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sagen tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.